In einem Jahrzehnt, das die Freiheit verherrlichte, Friede, Bruder, Friede, Bruder, Friede, Bruder, war die Tatsache, als amerikanisches Mädchen in Paris aufzuwachsen, eine Erfahrung, die das ganze Leben prägte. Ich will auch. Ihr Vater war ein berühmter Schriftsteller. Sie meint, es wäre sehr brutal, was ich schreibe, aber ehrlich, die ehrliche Seite hat uns wahrscheinlich gerettet. Ihre Mutter eine Frau, die ganz nach ihren eigenen Vorstellungen lebte. Wenn die Frogs versuchen sollten, hier was zu drehen, um mir meinen Jungen wegzunehmen, dann gehe ich direkt zum Präsidenten. Ich dachte, du bist eine hundertprozentige Pazifistin. Nicht, wenn es meine Kinder betrifft. Ich steig aus. Die Zeit der Jugend verbrachte sie gemeinsam mit ihrem Adoptivbruder. Was sag ich dir immer? Eine Soldatentochter. Eine Soldatentochter. Nein, doch nicht. Und zusammen mit ihrem besten Freund erlebte sie den Aufbruch ihrer Generation. Doch im neuen Jahrzehnt kehrt sie mit ihrer Familie zurück in die USA. Französische Mädchen, die tragen keine Höschen. Ein Land, in dem sie sich nicht mehr zu Hause fühlt. Warum gehst du nicht mal raus? Es ist so ein Geh du raus, wenn's da so toll ist! Eine Merchant Ivory-Produktion von den Schöpfern von Was vom Tage übrig blieb, Zimmer mit Aussicht und Wiedersehen in Howard's End. Mit Chris Christopherson, Barbara Hershey, und erstmals Lili Sobieski in einer Erzählung voller Leidenschaft über eine Zeit der Veränderung. Findest du, ich sollte einen BH tragen? Die Mädchen aus den USA finden, dass ich auf jeden Fall einen tragen sollte. Den Verlust der Unschuld. Und über das Erwachsenwerden. Ach, jetzt komm schon, Kleines. Du weißt doch, eine Soldatin. Hör auf mit diesem Soldatentochter-Quatsch! Außerdem bin ich gar nicht mehr die Tochter eines Schriftstellers. Die Zeit der Jugend. Der neue Film von James Ivory.